Vielleicht kannst du ihn mit den Brückenstücken der weniger Glücklichen füllen. Der Schildermaler. Ach so, das heißt, ich muss die Hässlichen da unten reinbringen. Alles klar, versuchen wir das mal. So. Jetzt fliegen wir wieder hier rein und dann... Was ist das war für komische Bällchen, du? Verschwinden die und landen hier drinnen. Alles klar, dann haben wir jetzt nur noch eine Tante, die weg muss. So wie ich das sehe. Schnappen wir uns mal den hier. Zack. So. Ha. Also irgendwie ist das ja schon leicht lustig, ne? So, jetzt haben wir das hier und jetzt müssen die hübschen Bällchen, ne? Das waren ja die hübschen, oder? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube ja. So, jetzt muss die hübsche also da oben hin. Na gut, das kriegen wir auch irgendwie hin. Oh, du hübsche, dann geh mal da oben rein, du. Schönheitswettbewerbskandidatin Nummer 3. Oder Siegerin, ich weiß es nicht. So. Und nu? Zack. Ui. Ich dachte schon, die hätten wir jetzt wieder weggespult. So, jetzt muss die ja hier rein und dann glaube ich hier rüber. Und dann? Es ist fast Winter und die Luft knistert vor Elektrizität. Es ist nicht klar, ob dies Nervosität ist oder weil die Energiequelle sehr nah ist. Der kribbelige Schildermaler. Was heißt das jetzt für uns? So, machen wir den einfach mal weg. Was passiert dann? So, dann saust das Ding hier rüber. Wird hier hochgesogen. Na gut, dann... Würde ich mal sagen, ich gehe mal nach oben. So, und jetzt? Oh, jetzt kommt schon ganz andere Musik. Was passiert jetzt? Sie fliegen nach oben. Hui! Oh. Sie ist schön. Ich meine, ich bin froh, dass sie keine HD-Anzeige ist oder so. Für jemand, die hunderte von Jahren alt ist, sieht sie fantastisch aus. Aber wer ist sie? Ich sehe euch drüben. Ich sehe euch drüben, ihr Schildermaler. Was heißt drüben? Ui, ist aber eine hübsche Tante. So, was müssen wir jetzt machen? Ich glaube jetzt... Hey! Ich glaube jetzt müssen wir... Hä? Wieso komme ich denn da nicht rum? Heißt das, ich komme durch die Griffe gar nicht durch? Oh no. Oh. Haha. Das ist ja mal geil. Komm, weil ich's kann. So. Weiter! 17 von 8 Stück. Die letzten der Goo-Bälle entdeckten, dass die Riesendame ein lebender Generator war. Ui. Und dass Schönheit eine reaktive Chemikalie war. Wie Benzin. Okay. Oder Terpentin. Seit Jahren trieb ihr Schönheitssaft die ganze Welt an. Aber mit der Welt wurde auch sie älter. Und als ihre Schönheit vertrocknete, sank ihre elektrische Leistung. Bis heute Abend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Durch tolle neue Schönheitschirurgie und rohe, direkt in ihre Stirn gespritzten Schönheitsprodukte schwanken die Anzeichen des Alters
selbst wenn sie ihr Gesicht wegen der Chemikalie nicht bewegen konnte, war der Schönheitsgenerator wieder da. Eine echt nachhaltige Energielösung. Auf der ganzen Welt leuchteten die Lichter heller. Stromzähler drehten sich schneller. Stromleitungen waren voll frischer Energie. Im Süden wird eine Fabrik eröffnet. Oh weia. Ende von Kapitel 2. Yay! Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel... Oh, Epilog. Epilog. Ein Rädchen in der Maschine. Winter. Hui. Hui, das sieht ja interessant aus. Kapitel 3, ein Rädchen in der Maschine. Oh. Probieren wir das mal, das erste. Brennender Mann, willkommen in der Fabrik. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn das für ein Kasten? Die ganze Insel ist eine Fabrik. Anscheinend übernehmen wir Arbeit für die World of Goo Corporation. Wir bauen wohl ein neues Hightech-Produkt. Hier drüben, auf der anderen Seite der Welt. Aber wo ist das Rohr? Dieser Riesenkopf scheint im Weg zu sein. Wahrscheinlich ein örtlicher Verwaltungsfehler. Weg mit dem Alten, rein mit dem Neuen. Das sag ich immer. Der Vorgesetzte des Schildermalers. Alles klar. Und was sind das dann hier so für Bälle? Wie kriegen wir die denn weg? Da jetzt weg? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier geht's dann runter. Hübsch. Im Feuer flickern die Chancen. Was wohl passiert, wenn man näher kommt? Der Schildermaler. Ach, das heißt also, wir müssen uns jetzt da ranbauen. Na gut, dann bauen wir uns doch mal da dran. Aber ob das wirklich hilft? Dass man sich mit den Dingern aber auch nicht so am Rand festhalten kann oder sowas, ist ja auch doof. So. Wollen wir mal sehen, was dann passiert, wenn wir uns jetzt dem Feuer nähern. Was das hier überhaupt für Gus sind, würde mich jetzt mal so interessieren. Nicht, dass die jetzt alle hier kaputt gehen, das wäre jetzt sehr doof. Und ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe... Autsch! Kann man die hier nicht festbasteln? Warum denn nicht? Das hat doch dann voll keinen Sinn. Hey, wie soll man denn dann da rankommen, wenn man sich nicht irgendwo festbasteln kann? Oh. Ich glaube nicht nur. Ich fange an zu wissen. Mensch, wie soll denn das funktionieren? Ei, ei, ei. Ja, klappt doch gar nicht. Du kannst doch gar nicht so weit bauen. Die Viecher halten einen doch gar nicht fest. Aber ich vermute, dass das so Streichholzköpfe darstellen soll, dass wir jetzt die alle wegbrennen müssen, damit dieser Klotz runterfällt. Aber dann habe ich trotz allem eine Frage, und zwar wie?
fallen ja runter. Doofe Schwerkraft. Wieso existiert Schwerkraft? Frage Nummer 1. Und es geht alles flöten. Hey, wie soll das bitte gehen? Steckt doch keiner durch. Mensch, wie willst du dich zum Feuer hinbauen? Reicht das nicht, wenn wir in der Nähe des Feuers sind? Mir würde es ja schon reichen. Ich glaube, der geht jetzt baden. Ohohoho, das war dicht. Das war aber sowas von dicht. Ach komm dann. Ich dachte, das wäre Feuer. Das ist unsere Chance, mal ganz schön. Zack, zack, zack. Und tschüss. Aber wie soll denn das bitte gehen? Wir haben doch gleich schon keine Gus mehr. Manu. Ich verstehe das nicht. Soll ich nur das erste Ding jetzt hier machen, bevor ich die Aufnahme beende und dann... Ja, und dann kommt nur sowas bei raus. Das Prinzip ist ja einfach. Nee, komm, pass auf. Das machen wir einfach nochmal. Brennender Mann, willkommen in der Fabrik. So, der Fuzzi muss weg, das habe ich verstanden. Verwaltungsfuzzi hier, so. Aber dazu habe ich auch verstanden, dass wir uns hier lang bauen müssen. Und wie exakt das gehen soll, reihe ich nicht. Ich will ja wenigstens sehen, wie der Mann abfackelt. Das möchte ich ja schon sehen. Ist ja schon interessant. Na, jetzt komm hier runter, so. Aber guck mal, wenn wir jetzt hier machen, dann fliegt der ja gleich wieder runter. Na, vielleicht ist... Warte mal, ist das vielleicht hier wieder so eine Sache mit Gewicht und Gegengewicht? Wäre das möglich? Dass wir hier, wenn wir hier selber schon unten Sachen, Teile anhängen, dass da nicht mehr so viel runterfallen kann? Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Aber es sieht ganz gut aus. Probieren wir das mal. So, jetzt hätte ich gerne unten noch einen. So, Stabilität. So. Und, oh. Das sieht ja jetzt schon böse aus. So, Autsch. Geht das auch weg? Nein. Hui. Geh ins Feuer, geh ins Feuer. Ich glaube, jetzt geht der weg. Ja. Ja. Na super. Im Feuer. Blick an die Chancen. Was wohl passiert, wenn man näher kommt? Ja, was wohl passiert, wenn man das überhaupt erst schafft, da näher zu kommen? Was ja auch anscheinend wieder eine Kunst für sich ist. Oh Mann. Ich verstehe das nicht. Bis dann kippen wir ja gleich weg. Oh, das Spiel ist doof. Wenn ich hier so rüber reiben und dann so Feuer machen, geht das nicht? Ich dachte jetzt, das würde gehen. Das wäre wenigstens mal was Sinnvolles. Au. Ja. Das reicht, das reicht, das reicht. Ui. Ein wunderschönes Inferno. Ja. Jetzt fackelt alles weg.
Hui. Zack. Hui. Und tot. Hey, wir haben hier noch einen. Come on. So. Jetzt müssen wir hier eigentlich nur noch diesen Ballon rüberkriegen, richtig? Yeah. Super. Das war's. Schön. Jetzt habe ich auch verstanden, wie das geht. Ziel 8. Gesammelte Gubelle 6. Yay. Das sind 3 Minuten 50. Ehrlich. Ui. So. Ach Gott, das sind alles Level. Ach Gott. Na gut, also, ich beende dann diese kleine Kurzaufnahme. Warte, gehen wir mal kurz zum Titelbildschirm zurück. So. Gut, ich beende diese Kurzaufnahme und, ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Kapitel 3. Ein Rädchen in der Maschine. Im Winter. Auf Wiedersehen.